In meinem letzten Video hatte ich euch das Holster und Universal Magazin Pouch vom Hersteller Zytag vorgestellt. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Waffen Schumacher. Ich hatte jetzt am Sonntag, gestern, die Möglichkeit, beides im Live-Betrieb auf der Range zu testen, in Kombination mit meiner Double Alpha Pro Comp Koppel. Und muss sagen, beides hat sich super geschlagen. Wir fangen mal ganz kurz mit dem Holster an. Das Holster ist ein Open Top, wird Fast Draw Holster genannt. Hat keine zusätzlichen mechanischen Sicherungsmechanismen, sondern wird einzig und allein durch Spannung gehalten. Und das ist jetzt sehr, sehr locker eingestellt. Ich habe da wirklich, weil ich mag das nicht, wenn das Holster zu straff ist und man reißen muss, sondern ich möchte es einfach nur ziehen. Und ihr seht, selbst da, wenn ich jetzt schüttel, da passiert gar nichts. Das sitzt wirklich prall da drin und lässt sich super sanft aus dem Holster ziehen. Das zweite ist hier von Zytag das Universal Magazine Pouch. Das ist ein Magazinhalter für so gut wie alle Kurzwaffenmagazingrößen. Egal, ob ich jetzt hier zum Beispiel ein Glock-Magazin Double Stack drin habe, auch hier. Das sitzt pickelfest, lässt sich aber super rausziehen. Ich kann das hier über, sieht man hier vielleicht, über diese Zacken links und rechts, kann ich es kleiner einstellen, größer einstellen, je nachdem, wie ich es gerade brauche. So, man sieht auch jetzt hier, weil ich eine Anfrage hatte, selbst bei dem Glock-Magazin, was ja aufgrund der Kunststoffbeschichtung ein bisschen größer ist, ist hier immer noch Luft. Das heißt, da passen auch etwas größere 9mm Magazine rein. Auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das ein sehr schönes Produkt zu einem vernünftigen Preis, irgendwo zwischen 15 und 20 Euro. Im Moment gibt es auf Amazon anscheinend nicht so viele Bezugsquellen hierfür, sodass die Versandkosten stellenweise einen Tacken höher liegen. Da vielleicht gucken, dass man kombiniert, wenn man etwas bestellen möchte und damit die Versandkosten gegebenenfalls ein bisschen drosselt. Auf der Seite von Zytag selber, zytag.com, habe ich auch gesehen, dass es dieses Holster alternativ anscheinend mit solch einer Gürtelklammer gibt, was ich persönlich geil fände. Ich habe schon bei Waffen Schumacher angefragt, ob die mir so einen Teil zur Verfügung stellen. Weil, wie ich ja schon sagte, ich bin echt kein Paddle-Freund. Insbesondere wenn es um einen Sportkoppel geht, wie die Double Alpha, die relativ dick ist. Das macht das An- und Ablegen echt. Ich mag das nicht. Das hier, so eine Klammer, finde ich persönlich, wie es bei anderen Holstern auch schon gemacht wird, wesentlich sinnvoller. Ich werde auf jeden Fall probieren, ob ich nicht sogar diese Klammer hier dran bringen kann. Einfach nur zum Testen oder vielleicht kriege ich ja diese Klammer noch zugeschickt. Das werden wir sehen. Wie das Ganze im Live-Betrieb dann aussieht, ich habe euch mal von schräg hinten Aufnahmen gemacht. Ziehen und holstern, ziehen, schießen, also ziehen, Magazin rein, durchladen, schießen und auch wieder das Holstern, dass ihr seht, wie flüssig das ist. Ich habe jetzt die Kamera vielleicht 1,5, 2 Meter entfernt gehabt, aber ich denke mal, ihr werdet auf jeden Fall sehen, wie das funktioniert. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß.